Genau, also es ist wirklich eines der zentralsten Bilder überhaupt, also mit einer sehr großen Botschaft eigentlich. Und was ist jetzt wirklich das Besondere an diesem Bild, wenn man es innerhalb von dieser Reihe von Bildern jetzt sieht? Okay, also das wirklich Besondere an diesem Bild ist es, dass der kleine Panda vom ersten Bild in diesem Bild herangewachsen ist. Und mittlerweile ist Furky Panda dieser große Mann hier geworden. Also Mann wegen mir. Aber das Wichtige ist auch, dass diese ganzen Erlebnisse und Erfahrungen ihn dazu gebracht haben, zu dieser Person, zu diesem Charakter heranzuwachsen. Und das ist das Wichtige. Und durch dieses Bild, wenn man es als Einzelnes betrachtet, ist es die Ruhe in Person eigentlich. Und alles drumherum ist eigentlich als Witz und Gag eingebaut worden. Aber das Wichtigste ist, dass der kleine Panda von ihm zu lernen hat und lernt, und aber auch umgekehrt, dass der Große immer noch von ihm lernen kann. Und wieso diese Erfahrungen so wichtig sind, ist aus dem Grund, dass man einfach mit sich selbst zufrieden sein muss. Und dieses gut zufrieden sein muss, aber steckt dahinter so ein bisschen diese Botschaft, letztendlich harte Erfahrungen stärken den Charakter oder ist es. Ja, das Ding ist, als die Geschichte von Furky Panda angefangen hat, war es so, dass er ziemlich einsam, traurig und nicht wusste, wohin sein Weg ihn bringen würde und auch unzufrieden war mit sich selbst, mit seinem Charakter, mit seinem Dasein, vor allem mit seinem Dasein. Und mit der Zeit hat er alles Mögliche versucht. Und das bedeutet wirklich alles Mögliche versucht. Immer wieder kleinere Übungen. Über Jahre hinweg Therapien und alles, also das ist ja die Geschichte von mir. Und letzten Endes haben diese Erfahrungen ihn so stark geprägt, dass er erkannt hat, dass sein einziges Dasein genügt, um andere Menschen wirklich zu berühren, glücklich zu machen. Und das Bild soll eigentlich dieses Ganze erzählen, weil man mit seinem Dasein schon andere Menschen glücklich machen muss. Man muss sich nicht über irgendwelche Wertigkeiten definieren, also oder Beruf oder sonst was, sondern dass der Mensch einfach ist, das ist schon Grund genug, über etwas glücklich zu sein. Also meine Anwesenheit hier kann dich glücklich machen und das ist das Wichtige. Und das habe ich vor allem auch erkannt, als ich ein Praktikum im Seniorenheim gemacht habe. Da ging es nämlich darum, mit diesen Menschen etwas zu unternehmen, zu machen. Und es ist leider zu oft vorgekommen, dass ich mitten in diesen eben Unternehmungen eingeschlafen bin oder aber nicht in der Lage war mitzumachen, nicht mitzulachen. Und da habe ich mir die Frage selbst gestellt, okay, was trage ich eigentlich dazu bei, diesen Menschen zu verhelfen? Also ich empfand mich selbst als schwach, als keine Frage, der diesen Menschen weiterhelfen kann. Aber interessanterweise bin ich dann dazu gekommen, mit diesen Menschen in ein Einzelgespräch zu gehen. Und eine wunderschöne Frau, leider war ich den Namen nicht mehr, hat mich dann zur Seite genommen und gesagt, es ist vollkommen egal, dass du mit uns nicht alles machen kannst oder dass du während Memory oder sonst was einschläfst, sondern allein deine Anwesenheit reicht uns vollkommen aus. Deine Anwesenheit allein macht uns glücklich. Und diese Erkenntnis war so wichtig für mich und für mein Leben, dass ich gemerkt habe, meine Anwesenheit auf dieser Welt ist Grund genug, um glücklich zu sein. Und es bedarf nicht irgendeiner anderen Maske durch irgendeinen Beruf oder sonst was. Das ist das Wichtige, glaube ich, hier anzumerken. Und vor allem, wenn man das zurück überlegt auf das eines der ersten Bilder, das ich meiner Mutter gewidmet hatte. Emma's Love, da ging es um ein ähnliches Thema, weil ich auch dort gemerkt habe, dass ihre Anwesenheit ausreichend ist für mich, um glücklich zu sein. Und das ist super wichtig, vor allem deswegen, weil sie nicht mehr in der Lage war, viel zu helfen oder zu reden oder. Aber trotzdem hat mir ihre Art und Weise, wie sie einfach nur da ist, sehr viel Kraft gespendet, sehr viel Trost gegeben und mich glücklich gemacht, bis zum heutigen Tag. Und das ist sehr wichtig.
Und das habe ich dann nicht mehr nur für meine Mutter gedacht, sondern auch an mir ausgeübt und verstanden. Und diese Akzeptanz war sehr wichtig, diesen Weg von Glimmer of Hope bis zu diesem Punkt zu ahnen zu können, hey, ich bin der, der ich bin, und das ist auch gut so. Das habe ich da verstanden, dass ich durch meine einzige Anwesenheit Menschen dazu bringen kann, glücklicher zu sein. Und ich muss nichts machen. Ich kann stundenlang mit dieser Person oder mit einem anderen einfach nichts machen, bei ihm sein oder bei ihr sein. Und wir sind glücklich, weil dann diese Person nicht mal alleine ist, ohne etwas sagen zu müssen. Und das ist ein wichtiger Punkt gewesen. Aber auch hier versuche ich eben, das weiterzugeben an diesen kleinen Panda, zu sagen, hey, vielleicht bist du nicht mehr in der Lage, alles selber zu machen. Vielleicht hast du nicht mehr die Kraft, Dinge zu bewegen. Aber durch deine einzige Präsenz hier in diesem Bild bewegst du so viel, dass sich alles um dich herum dreht. Deswegen bist du eigentlich im Zentrum, auch wenn das Bild bis schon nicht wirklich so zentriert ist, ist eigentlich der Panda im Zentrum. Und du teilst deine Erfahrung, deine Erlebnisse weiter. Und das ist super wichtig, weil sehr viele Menschen sich über ihren Werdegang, über ihren Beruf, über Werte definieren. Und auch in dieser Gesellschaft heute ist es leider so, dass sehr viele Menschen einzig und allein darauf schauen und achten und nicht mehr hinter diesem Beruf, dieser Maskerade erblicken können, um zu schauen, was dieser Mensch eigentlich ist, wer dieser Mensch ist, sondern, oh, du bist Lehrer, wie schön ist das? Oh, was machst du? Das ist oftmals die erste Frage, die einem Menschen gestellt wird. Was machst du beruflich? Und anstatt zu wissen, sagen, wer bist du? Und das finde ich auch falsch, weil man lebt anhand dieser Werte und man versucht nicht mal den Menschen zu verstehen, falls ein Mensch gar keine Absichten hat, aus welchen Gründen auch immer, nicht etwas zu leisten. Man muss immer hinterfragen, wieso das so ist. Und ich denke, allein seine Anwesenheit reicht vollkommen aus. Du solltest diesen Menschen dann nicht kritisieren, sondern ihn so akzeptieren, wie er ist, weil es geht nicht nur um die Akzeptanz des Eins auf sich selbst bezogen, sondern auch, dass dein Gegenüber dich akzeptiert. Und sehr viele kritisieren dann dich, weil, hey, wie kann es sein, dass er nichts leistet? Weil man immer nach diesem Gedanken geht des Leistungsträgers oder etwas Leistenden. Nur wer leistet, ist auch glücklich oder sonst was. Aber viele verstehen gar nicht, dass es gar nicht so ist, sondern oftmals ist es dann so, früher oder später fängt dieser Mensch auch an, mit sich selbst Beschäftigung zu machen und es führt dann zu etwas noch Besserem eigentlich. Aber wie gesagt, das Allerwichtigste ist, dass man das Dasein selbst, so wie es ist, akzeptiert und damit glücklich sein kann. Ohne größere. Also, um das jetzt nochmal zu differenzieren, ob ich das richtig verstehe, weil es gibt ja ein bisschen zwei Aussagen jetzt. Das eine ist, sagst du, okay, dieser Panda-Bär ist diese ganze dunkle Zeit, hatte durchgestanden, hatte diese Erfahrung gemacht und diese Erfahrungen haben eine Wertigkeit. Das bedeutet, er ist sozusagen danach der Vorbild dafür, ich habe es durchgestanden. Das ist das eine, aber das andere, ob ich dich richtig verstanden habe, ist unabhängig, dass in dieser dunklen Zeit ihn qualifiziert hat oder nicht, er hätte ja auch sofort zu der Erkenntnis kommen können, meine bloße Existenz ist Beitrag genug und das wäre auch damit erreicht. Oder glaubst du, es ist notwendig, dass diese dunkle Zeit zu Nein, gehen? nein, nein, eigentlich nicht. So ist es genau, weil also ich musste leider diesen dunklen Weg gehen, aber um zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Aber ich bin der Meinung, man muss gar nicht diesen ganzen Weg gehen, sondern man kann auch jetzt und auch heute sofort verstehen, okay, das Dasein allein ist Grund genug, also ohne diese ganzen schwarzen oder traurigen Momente. Also es ist nicht eine Qualifikation in deinem Sinne, es ist eher diese tiefe Erkenntnis, die sie jetzt in deinem Herzen ist, dass deine Genau. Existenz ausreichend ist, um eine Daseinsberechtigung Genau, und zu haben. auch, ich bin auch der Meinung, dass jeder Mensch eigentlich das verstehen kann und sollte, sogar müsste. Man muss nur seine Gedanken verändern. Also die Gedanken der Menschen hier sollte man wirklich stark verändern, weil sehr viele einfach darauf erpicht sind, zu sagen, okay, Leistung, 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 Leistung.
Ja, und wie versteht man, dass dein Dasein ausreichend ist, dass das Beitrag genug ist? Also wenn jemand zum Beispiel wie ich gar nicht den Zugang dazu hat, was würdest du zu einer Person sagen, wie könnte man am besten zu dieser Erkenntnis kommen, wenn man nicht bei den Zugang verstehen will? Ich sag's mal so, am einfachsten finde ich, kann man so etwas in der Familie erleben oder finden, je nachdem, ob man sich mit der Familie von vornherein gut verstanden hat. Selbst als Einzelkind, die Eltern hat man oder die Großmutter oder sonst wen oder vielleicht sogar der Onkel, Lieblingsonkel oder sonst was war für diese Person. Man kann einfach diese Person fragen. Und diese Person wird wirklich sagen, ich mag es so, wie du bist, ich mag, dass du da bist. Weil es ist wirklich diese bedingungslose Liebe eigentlich, die man hat und gibt. Und wenn das in der Familie geht, kann man das auch zu Fremden eigentlich machen, bin ich der Meinung. Weil das habe ich auch selber probiert und es geht, dass man einfach zu Fremden sie einfach so, wie sie ist, akzeptiert, egal was für eine Tätigkeit sie nachgehen oder auch nicht, weil jeder Mensch seine eigenen Probleme im Leben hat. Aber auch du, ich bin mir sicher, irgendjemand ist sehr glücklich darüber, dass du am Leben bist. Und das ist das Wichtige. Jeder hat jemanden, der darüber glücklich ist, dass diese Person am Leben existiert. Und das, dieser Glück ist sehr wichtig, weil dieser Glück kann dazu führen, dass man wirklich durch neue Kräfte und Motivation am Leben noch mehr schöne Dinge beiträgt sogar. Also siehst du, dann kommt das Beitragen wieder dazu, das kommt dann automatisch, weil man diese Person ebenfalls diesen Glück geben will. Und ich bin davon felsenfest überzeugt, dass man eben dadurch die Existenz, bei mir ist es auf allen Vordern die Mama, aber nicht nur die Mutter, sondern auch die Schwester und so. Aber es ist sehr wichtig, denke ich, dass man dann allein durch die Existenz der Person glücklich ist. Und ich weiß es auch. Und du redest von bedingungsloser Selbstliebe, bedingungsloser Liebe gegenüber den anderen, die muss man auch zu sich selbst finden, und anderen werden. Und jetzt so im Nachhinein, als jemand, der diesen dunklen Weg gegangen ist, was ist deiner Meinung nach der beste Zugang zu solchen Werten, die uns vielen verblieben, also verborgen bleiben? Zum Beispiel bedingungslose Selbstliebe, ja. Dazu sind viele nicht fähig. Wo würdest du da den Ansatz sehen oder den? Ah, ich glaube, es kommt auch sehr oft mit Kritik zustande, weil die Gesellschaft, die kritisiert gerne. Auch in der Schule, das fängt schon sehr früh an. Die Eltern kritisieren, schau mal, die Kinder von unserem Nachbar führen ihre Hunde ganz in die kleine Zeitung aus und was machst du? Da fängt schon die Kritik an und da geht schon das Selbstbewusstsein kaputt eigentlich des Kindes, finde ich, in der Familie auch schon. Und in der Schule geht es dann so weiter mit den Leistungen, da werden dann Noten gegeben und anhand dessen werden die Kinder schon wieder bemessen. Und dann sagen die, hey, alle in deiner Klasse haben eine 1 bekommen, nur du hast eine 2, wieso ist das so? Ich mache jetzt ein grobes Beispiel, aber anhand dieser kleinen Dinge, anstelle zu sagen, hey, du hast eine 2 bekommen, das ist doch wunderschön, man sollte diesen Kind dann dazu ermutigen, dass es toll ist, seine Leistung, ohne Vergleiche anzustellen. Und diese Vergleiche sind es, die man wirklich abblenden muss. Weil in dem Augenblick, wo man sich nicht mit anderen vergleicht, dann wird man besser sich selbst verstehen und akzeptieren können. In dem Augenblick, wo du sagst, okay, als Beispiel, ich könnte mich vergleichen, hey, der und der haben 2 Häuser gekauft, der hat geheiratet, der hat, oder die hat, die ist kurz davor, Politikerin zu werden, und was hast du erreicht? Und dann führt man schon eine kleine Krise, fange ich schon mal an, weil man dann denkt, oh, du hast gar nichts, du hast kein Auto, du hast kein Flugzeug, du hast nichts. Aber verstehe ich dich also richtig? Das bedeutet, diese Werte, diese Wertigkeit, dass deine Existenz Grund genug, also deine Existenzberechtigung letztendlich ist, und diese Fähigkeit zu bedingungsloser Liebe, die hat man und man verliert sie aufgrund der Kritik und zum Beispiel durch solche Ereignisse wie dein dunkler Weg, besinnt man sich wieder auf das, was man eigentlich schon früher hatte. Es ist ein Wiederentdecken letztendlich notwendig. Auf alle Fälle, weil die meisten haben es einfach vergessen. Allein zu lieben haben die meisten schon vergessen, bin ich der Meinung. Auch die Nächstenliebe fehlt oft. Aber ich bin echt der Meinung, dass man wirklich einfach aufhören sollte, sich mit anderen zu vergleichen. Auch die Kinder mit anderen Kindern zu vergleichen und das auch noch den Kindern laut zu sagen. Das ist das Schlimmste, was man einem Kind, glaube ich, antun kann. Weil das Kind fängt dann schon im jungen Jahr an, sich selbst einer Kritik gegenüberzustellen und versteht nicht, was er falsch macht.
Weil dieses Kind versucht ja sein Bestes zu geben, sowieso. Also verstehe ich dich richtig, das bedeutet, irgendwann mal durch diese äußere Kritik entwickeln wir einen inneren Kritiker und dieser innere Kritiker ist das, das unsere Wertigkeit nach und nach zersetzt. Und je mehr, und das kann man dann weiter anführen, und zwar so, dass man sagt, okay, du hast keine Liebe verdient. Du bist nicht in der Lage zu lieben, du hast keine Liebe verdient. Und das führt dann eben zu dieser Kritik. Also du kritisierst so lange so hart, dass man dann immer in der Meinung ist, ist doch normal, dass ich keine Liebe oder dass du niemanden lieben kannst, weil du keine Liebe verdient hast. Und deiner Meinung nach, klar, wir können die äußere Welt nur so weit wie möglich verändern, jedoch können wir unsere innere Einstellung zu der äußeren Welt verändern. Was wäre der richtige Weg, dass man sich eben diesen Kritiker nicht implantieren lässt oder dass man diese Kritik nicht so annimmt, sondern in seinem reinen Selbst dann verbleibt? Ist es so etwas überhaupt möglich oder braucht es diese dunkle Zeit, um es wieder loszuwerden? Also ich bin der Meinung, es braucht keine dunkle Zeit. Vielleicht nur einen Anschubster. Jemand, der zu dir kommt und sagt, du bist so, wie du bist, wunderschön. Du bist schön. Du bist gut so. Als Außenstehender. Aber du kannst es auch dir selbst sagen. So wie du bist, ist es das Beste, was du bisher gemacht hast. Du bist das Beste von dir. In diesem Zustand. Du kannst dich immer verbessern. Natürlich auch verschlechtern, aber ich versuche positiv zu verbleiben. Und dann sagst du, du kannst dich versuchen, immer zu verbessern. Aber das, was du jetzt bist, ist der beste Zustand von deinem jetzigen Ich. Also das bedeutet, man braucht jemanden nur zu begegnen, der genügend Akzeptanz dafür hat und einen darin bestätigt, in dem, was man ist. Ja, aber oder sich selbst halt. Also ich würde mit mir selbst es sagen, okay, quasi eine Art Selbstgespräch, dass man sich selbst verinnerlicht, dass du das Beste von dir selbst bist. Du brauchst dafür nicht mal jemanden Fremden. Das meine ich, weil durch einen Fremden wäre es schön, es mitzubekommen, denke ich. Aber es ist doch viel wichtiger, zu sich selbst zuzuhören. Sich zu wirklich mal kurz Auszeit zu nehmen, zu sagen. Und ein inneres Gespräch mit sich selbst zu führen. Man kann es auch locker machen, aber ich bin der Meinung, man muss es nicht locker machen. Sondern wirklich zu verinnerlichen, zu sagen, okay, was hast du bisher alles gemacht? Bist du zufrieden mit dir, so wie du bist? Wenn nicht, wieso nicht? Du kannst immer daran arbeiten, etwas zu verändern. Ja, das würde mich interessieren. In diesem Zustand der Akzeptanz, im besten Fall Akzeptanz von außen, Akzeptanz hast du auch innere aufgebaut, aber wie wird dann halt deine Wertigkeit, deine Entwicklung dann noch bemessen? Weil wenn jeder in einer absoluten Akzeptanz dann lebt und sich ständig positiv bestätigt, weiß man nicht, ab wann überschreite ich irgendwelche Grenzen, die negative Folgen haben. Und letztendlich könnte man das zum Beispiel auch Leuten, die auf die falsche Spur des Lebens gekommen sind, zum Beispiel Alkoholmissbrauch oder sonstige Sachen, die mit der Zeit ungesund werden, wenn man denen auch begegnet mit diesen absoluten Liebe, absoluter Akzeptanz, ohne jeweils zu kritisieren, wie können wir uns dann Menschen noch... Aber ich würde doch mal, wir gehen mal von dem alkoholischen Fall aus, ich würde echt fragen, wieso ist der Mann zu diesem, oder die Frau zur Alkoholikerin geworden? Also das würde mich viel mehr interessieren. Und bevor ich irgendeine Kritik äußere, weil dieser Mensch hat Probleme gehabt, die dazu geführt haben, dass dieser Mensch dann letzten Endes da gelandet ist, wo der gelandet ist. Und solange ich kann dieser Person so viel Hilfe geben, wie notwendig, aber solange die Person es nicht selber von sich aus akzeptiert, meine Hilfe anzunehmen, wird diese Person auch weiterhin trinken. Also es ist bei Alkoholikern sowieso der Fall. Es ist denen egal. Ich kann 100 Mal zu Menschen sagen, hey, der Weg, den du kannst allerdings wirklich versuchen, also wenn es ein guter Freund ist, jetzt niemand Fremdes soll, wirklich einfach sagen, hey, der Weg, den du da begehst, ist ein falscher. Falls man meine Hilfe braucht, gib Bescheid. Das könnte ich dieser Person sagen, um dieser Person aus dieser Krise zu verhelfen, weil ich weiß, Alkohol zu viel konsumieren ist nicht gesund. Aber die Person muss es auch selber wollen, ansonsten wird ihr meine Hilfe nichts bringen. Und wenn ich diese Person nur kritisiere, wird es in seinem Daseinszweck bestätigen und sagen, hey, die Welt ist eh scheiße, jeder kritisiert mich sowieso und jetzt kommt noch der und kritisiert mich auch noch. Es führt zu auch nichts Positives. Deswegen würde ich einfach ihn in seinem Tun lassen. Ich würde echt nicht versuchen, da auf Teufel komm raus ihn zu verändern, weil... Also ist es eine Selbstakzeptanz oder eine bedingungslose Liebe, aber sie ist mehr im Sinne einer Präsenz,
gemeint, dass es ausreicht, ist da zu sein und die Sachen werden sich nach und nach selbst richten, wenn man halt über diese Selbstakzeptanz, Selbstliebe ausstrahlt, dass die andere Person, anstatt es bei mir nur anzuzapfen, auch anfängt, bei sich selbst zu suchen und zu finden. Verstehe ich den Ansatz richtig? Also es war für mich selbst wichtig, zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Und wenn ich jemanden jetzt sehe, der Probleme hat, sich selbst zu definieren oder auch im Leben Halt zu finden oder sonst was, dann sage ich dieser Person oftmals einfach nur, es ist okay, wie du bist, dein Dasein allein ist schon Grund genug, dass es gut ist. Und ich bin auch glücklich, dass du da bist. Also das ist etwas, was ich dann versuche weiterzugeben, diesen Gedanken, dass diese Person es versteht, dass es okay ist, dass es existiert, auf dieser Welt ist. Verstehe ich dann im Umkehrschluss, also wir reden jetzt hier von einer Situation, wo jemand schon zu dieser Selbsterkenntnis gelangt ist, Selbstakzeptanz, Selbstliebe, auch bedingungslose Liebe zu den anderen, auch deren Freiheiten lassen. Und die andere Person, über die wir sprechen, ist dann die Person, die gerade in diesem dunklen Tal letztendlich ist. Zum Beispiel, ja. Das bedeutet im Umkehrschluss, es hätte dir sehr geholfen, wenn du in deiner dunklen Zeit jemand an dich herangetreten wäre und dir gesagt hätte, ich akzeptiere dich einfach so, wie du bist, liebe dich bedingungslos und ich bin für dich da, falls du, wie es ist, auf mich zukommen willst, wegen deinen Herausforderungen. Das wäre ein Katalysator für dich gewesen, oder? Ja und nein, weil in meinem Fall war es ein bisschen komplizierter, glaube ich, auch wegen der Erkrankung und allem, aber es gab auch mal wieder so kleinere Fälle, wo jemand auf mich zukam. Es war nicht so, dass es niemanden gibt oder so, sondern... Aber ich war nicht offen für diesen Gedanken. Und man muss für diesen Gedanken offen sein, um es zu akzeptieren. Aber nachdem ich es einmal verstanden habe und akzeptiert habe, habe ich es bis heute eigentlich durchlebt. Also dieser Beispiel für dieses, wenn jemand auf dich von außen zugekommen ist und dir diese Akzeptanz so ausgestrahlt hat, das war zum Beispiel diese Geschichte, die du vorher erzählt hast, im Altersheim. Ja. Und anscheinend ist es der Augenblick, wo du das annehmen konntest. Und was ist aber vorher passiert, das dich in die Lage versetzt hat, dass du es diesmal annehmen konntest? Vorher gab es ein paar Sachen, wo was passiert ist, du konntest es nicht annehmen. Und was war die besondere Vorbedingung, dass du es diesmal annehmen konntest? Echt interessant, also so wirklich weiß ich auch nicht, was da genau passiert ist, nur ich glaube sogar, dass es diese Person einfach gesagt hat. Es lag irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube echt, es hat irgendwas mit dieser Person zu tun, so wie die es gesagt hat, das hat bei mir irgendwas wachgerüttelt. Also eine wenige im Bereich von kognitiv und in Sprache irgendetwas, sondern so eine, meinst du eher so eine von Herz zu Herz. Genau, von Herz zu Herz, also. Das bedeutet, diese Person war in einem besonderen Zustand, wo dann es möglich war, dass deine Ohren diesmal offen waren. Und kannst du beschreiben, wenn wir über diesen, falls es das ist, dass es von dieser anderen Person ist, was war diese Vorbedienung an ihrer Ausstrahlung? Ich glaube sogar, in diesem Seniorenheim habe ich sehr viel Einsamkeit und Schmerz gesehen und auch den Tod gesehen, weil da wurde eine Frau in der Zeit, wo ich dort war, auf der Bahre rausgetragen. Sie ist dort verstorben. Und für die meisten Menschen, die dort sind, ist es die letzte Station auf der Welt. Und die meisten von ihnen sind vergessen worden. Die haben keine Familie mehr. Da gab es auch einige spezifische Fälle, wo die Familie zwar da war, aber die Person nicht mehr sehen wollten. Letzten Endes waren sie nur noch in ihrer kleinen Blase gefangen von Erinnerungen, schönen Augenblicken. Einige hatten Alzheimer, andere hatten andere Probleme und ihren Schmerz. Und ich wollte etwas für diese Menschen verändern, ich wollte für die helfen. Ich wollte ihren Schmerz oder Kummer wegnehmen, wischen, etwas dazu beitragen, dass dein Leben schöner wird. Zumindest gegen Ende, dass sie noch einen Sinn haben, weiterzumachen, weil es ist eines der traurigsten Momente überhaupt, wenn du in diesen Zimmer reingehst und diese Einsamkeit
überrollt dich, also das war krass. Und wie dann sich diese Frau umgedreht hat und mich angerechnet hat, alles war schon ein Moment, wo ich gedacht habe, wow. Und eben von diesen Menschen das mitzubekommen, dass die trotz ihres ganzen Schmerzes, Leidens und allem mich, derjenige, der diesen Menschen helfen wollte, in diesen Zeiten, mit denen etwas machen wollte, zu unterstützen, meine Gedanken zu sagen, hey, du musst nicht mal was machen. Es ist für uns vollkommen okay, dass du für uns einfach mit uns da sitzt. Und das habe ich nicht nur dort erlebt, sondern auch an einigen anderen Stellen. Vor allem geht es immer dann so, wenn Menschen einsam sind. Und die schauen dich schon fast weinerlich an und wollen unbedingt, dass du an ihrer Seite bleibst. Und es ist denen egal, ob du mit denen sprichst oder nicht. Weil sie sind glücklich darüber zu wissen, dass sie nicht alleine auf dieser Welt sind. Sie sind glücklich darüber, dass jemand neben ihnen aufatmet und Luft nimmt, noch immer an sie denkt, mit ihnen einen Raum teilt. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass ich das verstanden habe zu sagen, mein Dasein allein ist für mich. Viele Menschen Glück, ohne dass ich etwas machen muss. Also diese Sachen, die du gerade beschreibst, also zum Beispiel auch bei dieser Frau, ist auch ein Leidensweg da und du sprichst sehr oft davon, dass durch diesen Leidensweg wird es immer essentieller. Das bedeutet, es fallen immer weniger, mehr Sachen weg und dann bleibt eigentlich nur dieser Kern übrig. Das bedeutet, für dich ist, ob ich das richtig verstehe, dass dieser Leidensweg ermöglicht es, sich auf das Essentielle des Menschseins zu beziehen und wie zum Beispiel im Fall der Frau, durch dieses essentielle Kernsein im Menschen, weil alles andere ist ja bei ihr weggefallen, konnte sie dir diese Akzeptanz in einer Art und Weise mitteilen, die diesmal dazu geführt hat, dass du sie angenommen hast. Also das bedeutet, es ist durch das Leiden entfallen die Sachen, die uns eigentlich so von diesem Menschsein fernhalten. Diese Leidensgeschichte ist eigentlich wie eine Form von Fegefeuer, in dem Sinne, dass das Fegefeuer alles wegbrennt, was eigentlich an der Seele behaftet war. Und dadurch brennt es weg, sondern dass diese reine Seele dann übrig bleibt und wir können dann von reiner Seele zu reiner Seele kommunizieren. Verstehe ich das so in diesem Ansatz richtig? So kann man es sehen. Also, du hast es sehr poetisch dargestellt. Und es trifft auch zu, denn nur das ist es. Also, in diesem Fall war es vor allem voran genau das. Dass ich dann wirklich von ihr das gelernt habe. Und deswegen habe ich versucht zu sagen, auch mit diesem Bild, es gibt kein Alter oder kein. Weil man kann auch vieles von Kindern lernen. Und umgekehrt. Dass man von Eltern immer noch so viel zu lernen hat eigentlich. Allein der Lebensweg, den sie gegangen sind, was mir alles da, also da gab es schon einiges, das man mir erzählt hat. Und traurige Geschichten und dann auch glückliche Erinnerungen. Aber letzten Endes ist es dazu gekommen, dass ich mich dann darin akzeptiert habe, einfach zu sein. Und das hat wirklich zu noch positiveren Ergebnissen geführt. Und jetzt, wo du, sage ich mal, an diesem Punkt angekommen bist und jetzt das von dieser Frau annehmen konntest, weil sie auch aus einer wesentlich reineren Selbst gesprochen hat, hast du immer noch diese Fähigkeit, dass du es im Menschen erkennst, ob es jemand schon ist, der, sage ich mal, an seinen Seelenkern dran ist oder wie ist es jemand, der noch weit davon entfernt ist? Also ich glaube, es ist einfacher zu erkennen, dass jemand weit davon entfernt ist. Also das ist auf alle Fälle so. Sehr viele sind sehr weit davon entfernt. Und wahrscheinlich werden sie es auch nie verstehen. Und was glaubst du, jemand, der das jetzt so hört, was sind die größten Indikatoren, also Signale, die man in sich selbst feststellt, dass man noch recht weit davon entfernt ist oder etwas an sich hat, das in die falsche Richtung dann führt? Ich sage es mal so, ich glaube,
Auch diese Gier nach immer mehr ist auch ein Problem, weil ich habe auch mit Menschen darüber mich unterhalten und gefragt, wieso arbeitest du so viel? Arbeitest du, weil es dich glücklich macht? Arbeitest du für das Geld? Für was arbeitest du genau? Und einige wollen es wirklich machen nur fürs Ansehen. Die wollen nur sagen, hey, am Ende, ich bin Musiker. Also es geht ihnen nur um diesen Ruhm halt, damit die von anderen Menschen akzeptiert werden letzten Endes wieder. Knüpfst du an das, was wir vorher gesprochen haben, mit diesem Kritiker, äußerer oder innerer Kritiker Genau, befriedigen, und dann entsteht dadurch diese Gier, ja. wo man einfach anfängt, Sachen anzuhäufen, die einfach nicht Genau, also notwendig sind. letztendlich, also früher oder später wird man merken, das war alles unsinnig. Also das braucht man alles gar nicht, so in so hohen Maßen eigentlich. Sehr, aber interessant, weil du sprichst jetzt über das Ganze im Sinne vom, im Kontext von der Kunst. Letztendlich ist Kunst auch eine Form von Streben oder etwas darstellen. Es ist eigentlich, man spricht mehr von, in der Kunst von Luxus oder eine Extratätigkeit, die eigentlich nicht mal so sein müsste, weil sie nicht direkt was so bringt. Und wie unterscheidest du da zwischen deinen, was ist jetzt der Befriedigung des inneren Kritikers, wo du glaubst dann, ah, ich muss ja Künstler sein, oder dessen, wo du noch in, mit dir im Reinen bist, in der von Selbstakzeptanz? Ich glaube auch so, das Allerwitzigste ist, wenn man ums Geld geht, ich wurde schon so oft darauf angesprochen, oh, du musst dich ja richtig krass verdienen. Und dann muss ich immer lachen, weil dann stelle ich aber die Frage, wie viel willst du für ein Bild von mir ausgeben? Und dann endet auch schon fast das Gespräch, weil wir selber gar nicht gewillt sind, Geld auszugeben für irgendein Bild. Aber die meisten Bilder, die ich gemalt habe, sind entstanden eben durch entweder emotionalen Situationen, in denen ich mich befunden habe, oder Gedanken, denen ich etwas beitragen wollte, jemandem zu verhelfen oder etwas zu verändern. Und das hier ist zwar die Panda-Serie, aber ich habe sehr viele Werke gemalt, die etwas düsterer sind oder eine eindeutigere Botschaft haben als dieses hier, weil dieses Bild kann man in viele Richtungen interpretieren. Aber das war von mir auch mit Absicht so gewollt gewesen, es so kindlich wie möglich darzustellen, weil das Leben immer noch schön ist. Das ist das Positive an diesem Bild. Also es ist ein durch und durch positives Bild, dass man durch diese Selbstakzeptanz, durch alles, durch das Dasein allein, einfach die Natur, einfach alles mit sich selbst im Reinen sein kann und alles schön ist. Und die meisten Bilder, die ich gemalt habe oder gezeichnet habe, die sind oftmals auch durch eben diese dunklen Zeiten entstanden. Auch positive Bilder sind in dunklen Zeiten entstanden, weil ich versucht habe, meine Gedanken eben ins Positive zu rücken. Das allererste Bild, was ich in dieser Art und Weise gemalt habe, war die Lovebirds. So ein schmusendes Papageibild. Da war ich schon ziemlich traurig. Ich habe versucht, mich bewusst durch diese Gedanken in diese Richtung zu rücken. Und das ist, glaube ich, der Künstler, und das ist in mir, dass ich sage, ich versuche, die Gedanken, die Emotionen, egal ob philosophisch oder religiös oder was auch immer, egal jetzt, ob man gläubig ist oder nicht, darum geht es mir nicht, sondern dass man versucht, diese Dinge mit in ein Bild hineinzunehmen, dass es eine wirkliche Botschaft beinhaltet. Und mir ist eben die Botschaft viel wichtiger als das Geld. Ich versuche, so viele Menschen wie möglich eigentlich mit diesen Bildern zu bewegen, zu ermutigen, zu erreichen, um ihnen etwas Kraft zu schenken oder Trost zu finden in den Werken. Wie gesagt, diese Serie ist hier eine sehr positive und glückliche eigentlich. Und oftmals werden aber auch Menschen mit eben krasseren Werken, finden die dann mehr zu mir an, finden mehr Anknüpfung zu meinem Werk. Und ich selbst hatte lange Zeit Schwierigkeit, mich als Künstler so zu definieren. Mittlerweile fällt es mir einfacher. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich es gemerkt, dass es dann auch dazu beigetragen hat, dass ich fast das hier vergessen hatte. Das Dasein allein auch genügt, weil man muss schon im Leben trennen, den Beruf und sich selbst. Und das machen viele nicht, und die ermessen sich an ihren Berufen. Und das ist das. Das wollte ich vorhin sagen, aber ich weiß nicht mehr, wie die Frage vorhin war. Dass man anhand ihrer Berufe sich misst. Und das ist auch ein großer Fehler, finde ich.
weil man sich nicht an ihren Berufen oder Tätigkeiten messen sollte. Genau. Ja, das würde mich jetzt gerade interessieren, wenn wir das danach anknüpfen. Sozusagen, habe ich dich richtig verstanden? Das bedeutet, du bist in deiner Selbstgenügsamkeit deines Weges, du erschaffst Kunst daraus, die eigentlich so ein bisschen dir hilft, deinen eigenen Weg zu verstehen, dich selbst zu verstehen, auch teilweise wie zum Beispiel den Papageien, sich aus dunklen Zeiten so ein bisschen herauszuarbeiten. Und da endet erstmal der Begriff der Kunst als Ausdruck deiner Selbstbeschäftigung. Aber daraus nimmst du auch Teile, mit denen du versuchst, anderen zu helfen, eine Brücke zu bauen, Einsichten zu bekommen, dass die auch in diese Selbstgenügsamkeit übergehen können. Das bedeutet, du bist sozusagen, schickst du denen Nachrichten oder Berichte von deiner eigenen Reise und darin siehst du die Wertigkeit, die dann halt zu deren Leben beitragen kann. Genau. Also es ist genau die Absicht auch hinter meiner Kunst gewesen. Auch mit meiner zweiten Ausstellung Polaris, da war auch dieses Bild mit beinhaltet, deswegen sage ich, das ist eines der wichtigsten Panda-Bilder mit Glimmer of Hope, glaube ich. Dass ich wirklich versuche, anhand der Bilder, die ich gemacht habe, meine Erfahrungen im Leben weiterzugeben, um dadurch eventuell diesen Menschen zu helfen, falls sie in einer ähnlichen Situation sind und nicht darüber sprechen wollen oder können oder was auch immer. Es gibt sehr viele Menschen, die sich selbst nicht öffnen können. Aber durch die Kunst, die ich gemacht habe, hatte ich eine Tür geöffnet und einige haben sich dann mir gegenüber geöffnet. Also das bedeutet letztendlich so ein bisschen dein Ausflug jetzt mit der Kunst, vergleichbar mit dieser älteren Dame in diesem Altersheim. Sie hat eine dunkle Zeit mitgemacht und deswegen ihre Form des Ausdrucks, sie hat sich nur verbal ausgedrückt, war an dem Zeitpunkt so richtig, dass du es annehmen konntest. Und so in dem Sinne hoffst du auch, dass deine Kunst durch deinen dunklen Weg ist für die Leute, die auch an dem Punkt sind, in einer Ausdrucksweise, in der sie das annehmen können. Das sozusagen so ein bisschen Weiterreichen von einer Fackel in der Dunkelheit. Oder das gegenseitige Anstecken von einer Fackel in der Dunkelheit. Genau, weil die dann nicht mehr alleine diesen Weg gehen müssen. Also ich versuche ihren Weg zu kürzen eigentlich. Hm? Ich habe den harten Weg, den langen Weg genommen. Aber die müssen es ja nicht machen. Und jetzt, weil wir haben das schon vorher angesprochen, das bedeutet, das, was man am besten machen kann in solchen Fällen, wo jemand in diesem dunklen Weg ist, ist auf die zugehen und aus einer reinen Seele, sagen wir mal, einer gereinigten Selbst, wo du in der Selbstakzeptanz bist, denen einfach zum Ausdruck bringen, sie sollen auch sich akzeptieren. Das würdest du immer noch als den kürzesten Weg sehen oder was wäre das? Ich würde auf alle Fälle den Menschen sagen, einfach akzeptiert euch, wie ihr seid. Solange ihr nicht wirklich in der Lage seid, etwas auf Anhieb zu verändern. Also wenn es euch unzufrieden macht, versucht es zu verändern, um eben an diesen Punkt anzukommen, wo ihr mit euch selbst im Reinen seid. Aber selbst dann, aber selbst davor solltet ihr euch schon akzeptieren, weil solange ihr nicht an diesem Punkt seid, könnt ihr nichts daran verändern, aber was bringt es euch, wenn ihr euch hasst? Was bringt es euch, wenn ihr euch nur Gedanken darüber macht, wie wäre es wenn oder so, sondern nehmt euch an, wie ihr seid und dass ihr da seid und es ist schön, dass ihr da seid und das wäre das Wichtigste, glaube ich. Also das Wichtigste ist immer noch, was du vorhin gesagt hast, ist vor allem äußere und innere Kritik, das erstmal ablegen und das ist der schnellste Weg zu dieser inneren. Auf alle Fälle, die Kritik und die Vergleiche, die sind Gift. Für die Seele. Ich würde wirklich die Kritik und die Vergleiche, weil je länger man sich mit anderen vergleicht, egal ob es was Aussehen ist, egal ob es Beruf, Erfahrung ist, Talent, es hört nie auf. Weil man nimmt sich, oftmals machen die Menschen vor, die nehmen sich immer die, die sowieso besser sind. Also ich könnte auch sagen, Michael Jackson hat eine wunderschöne Stimme gehabt, wieso habe ich es nicht? Also, aber ich kann auch genauso gut sagen, ja, der Heinrich kann nicht singen. Also, ich bin viel besser als Heinrich, dann wäre ich wieder im positiven Licht. Ja. Also ist es vielleicht deswegen dir so wichtig, wie zum Beispiel bei dem Bild mit dem Panda, dass bloß die Präsenz, also Dasein,
so wichtig ist, weil sobald man dieses Worte weglässt, ist es auch schwieriger, sich irgendwie zu vergleichen. Weil Worte, das führt zu diesem Nachdenken, das führt eher zu diesem Kognitiven, und diese Präsenz beinhaltet es, dass man einfach da ist, ohne dass Kritiken oder sonstige Sachen zustande kommen können. Ja, alles fällt weg, du bist so, wie du bist, und du bist schön so. Und das ist wichtig, und auch für Kinder ist es meiner Meinung nach wichtig, dieses, dass ihre Dasein einfach akzeptiert wird, so wie die sind. Dass man, weil sehr viele Eltern versuchen ja, ihre nicht erreichten Ziele oder Träume an die Kinder weiterzugeben. Und das ist auch so ein großer Fehler, finde ich, weil das Kind muss sich selbst entwickeln und entfalten, aber in diesem Augenblick, wo du dann versuchst, deine Träume, deine Ziele auf dieses Kind zu übertragen. Also verstehe ich das richtig? Also du sprichst von einer Welt, in der die Eltern einen so starken inneren oder äußeren Kritiker haben. Sie fühlen sich unzureichend und deswegen projizieren sie so viel in die Kinder, dass die Kinder erreichen sollen, was die letztendlich nie erreichen konnten, diesen inneren Kritiker zu befriedigen. Und aber auch, schau mal, das zweite Dumme ist halt, dass man eben zu sehr auf die Gesellschaft schaut oder auf die Nachbarn oder was alle anderen über dich denken. Und das tut auch dazu führen, dass man unbedingt sich selbst, beziehungsweise meine Kinder oder Familie, was auch immer, in einem sehr guten Licht darstellen will. Aber dieses Licht vielleicht ist gar nicht hell, sondern dunkel, und es zerstört dich. Ohne dieses komische Licht wärst du vielleicht ein viel besserer Mensch und du würdest viel glücklicher sein. Aber dadurch, dass man schaut, was diese Personen oder diese Menschen alle zu sagen haben, versucht man eben irgendein Make-up-Masken anzuziehen und so zu präsentieren, wie man es von der Gesellschaft erwartet wird, beziehungsweise wie man glaubt, dass die es von dir erwarten. Ja. Und das ist eben dieser Vergleich, diese Kritik und alles, was ich meine, das muss man einfach weglassen, um sich selbst, wie man ist, zu akzeptieren. Also man spricht ja auch davon, dass man im Schatten seine eigene Fassade legt. Man baut Fassaden, die Fassaden blocken das Licht, sodass man eigentlich hinter der Fassade in der Dunkelheit dann hocken bleibt letztendlich. Genau. Und auch in der Schule ist es ja nicht anders. Kinder schämen sich, wenn die Eltern Putzmenschen sind, also irgendeine Putztätigkeit nachgehen, oder dass die Eltern arbeitslos sind, während der andere sein Vater Richter ist. Und das meine ich. Und dann vergleicht das Kind schon, ja, meine Eltern, die sind niemand, ein Nichts, ich bin ein Nichts. Also es ist eine endlose Spirale. Und das versuche ich eben, diesen Menschen zu sagen, du, das ist nicht so. Du bist jemand Besonderes. Und deiner Meinung nach ist es eher die Methode des Vergleichens, die falsch ist, oder sind die Inhalte des Vergleiches falsch? Das bedeutet, ist es die Art und Weise, wie man sich vergleicht, zum Beispiel Instagram, vergleicht man sich mit Leuten, die gar nicht existieren, weil das alles so mit Computern gemacht wird. Das bedeutet, das wäre zum Beispiel mehr dieser Inhalt dessen, oder wie man vergleicht, das bedeutet diese harsche Kritik und so weiter, also ist es eher Inhalt oder die Art? Ich glaube beides, vor allem auch deswegen, weil auch wenn die Kritik noch so positiv ist und Menschen dazu anregen kann, etwas zu verbessern, zum Beispiel, hey, du hättest diesen Panda vielleicht in Rottönen malen können, weil das würde eine positivere Stimmung im Bild verleiten, kann schon sein, stimmt, anstelle zu sagen, hey, in Rottönen wäre das Bild viel schöner gewesen, jetzt sieht es aus wie der Tod oder sonst was, keine Ahnung. Also, aber ich bin der Meinung, dass man Vergleiche an sich wirklich nicht machen sollte. Weil ich habe das an mir selbst erlebt. Ich habe lange Zeit gedacht, der alte Volkan, der konnte alles machen, Basketball spielen, rennen, Dinge tragen, die schwerer sind als was auch immer, und der konnte ohne Probleme 2 Tage wach bleiben, der konnte. Ich habe jetzt schon wieder langsam so Probleme beim Sprechen, merke ich. Dass sich mein Mund irgendwie so komisch zieht, weil ich zu lange gesprochen habe, glaube ich. Eben solche Dinge. Aber dann habe ich verstanden für mich selbst, okay, ich vergleiche mich nicht mal mehr mit meinem alten Ich. Weil dieses alte Ich, den gibt es einfach nicht mehr. Und das ist eine sehr große Erkenntnis gewesen, zu sagen, okay, es gibt nur noch diesen jetzigen Ich. Und der ist in seiner vollen Perfektion und schön, wie er ist.